Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Agnieszka Markiewicz. Wir haben vorher den Namen wieder geübt. Ich habe alles richtig ausgesprochen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Ja, hallo Bettina. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich bin Agnieszka, bin 41 Jahre alt und lebe seit 19 Jahren in Deutschland, genauer genommen in Berlin. Und mit meiner Familie, wir wohnen jetzt eher am Rand von Berlin, im Grünen, genau. Und mein Mann und ich haben zwei Kinder. Der Luis ist im Februar 5 geworden und die kleine Maus, die Laura, wird jetzt im August 2, ist ja so knapp 22 Monate. Genau, und um die beiden geht es hier. Naja, es geht nicht nur um die beiden, es geht hier auch um dich. Genau. Weil, wie wir wissen, es fängt alles bei uns Eltern an im Endeffekt. Erzähl uns ein bisschen was von dir und deinem Hintergrund. Wo bist du aufgewachsen? Genau, also ich bin im Südosten in Polen aufgewachsen, also ganz weit von Deutschland, also von der deutsch-polnischen Grenze. Und ja, ich wusste schon mit 8, dass ich die deutsche Sprache fließend sprechen möchte. Das kam irgendwie bei mir durch meinen Bruder, der ja in der Schule schon Deutsch hatte und die damals noch Kassetten und deutsche Bücher mitgebracht hat nach Hause. Und ich habe mir die geschnappt und habe schon mal geübt, guten Tag, auf Wiedersehen. Und ich wusste mit 8, so, das wird die Sprache, die du fließend sprechen möchtest. Und im Laufe der Jahre wusste ich, dass ich Personalmanagement studieren möchte. Und die beiden Sachen habe ich verbunden. Bin nach Deutschland ausgewandert und habe dort studiert. Und ja, nach und nach habe ich dann die Sprache auch gelernt. Genau, aber dass die Sprache so dominant wird, zumindest in manchen Phasen meines Lebens, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Polnisch war wirklich in manchen Phasen ja sehr, sehr gering in meinem Leben vertreten. Und so, dass ich auch schon wirklich auf Deutsch geträumt habe, gedacht habe. Und dann habe ich auch gemerkt, dass auch mein Polnisch ja viel schlechter geworden ist. Als ich dann beruflich nach Polen musste, musste ich mir, beziehungsweise hat meine Mitarbeiterin mir dort gesagt, ach, du hast so einen schönen deutschen Akzent. Und ich so, what? Oh mein Gott. Ich dachte, okay, also jetzt muss ich auf jeden Fall ja wieder ein bisschen mein Polnisch verbessern, weil wow. Ja, das kann natürlich nicht hören über eigene Muttersprache, genau. Ja, natürlich. Soweit war das schon auf jeden Fall. Und das war kurz bevor ich mit dem ersten Kind schwanger geworden bin, genau. Oh, wow. Wie lange bist du jetzt insgesamt schon in Deutschland? 19 Jahre sind das schon, also fast mein halbes Leben. Also das, dann, ja. Das erwachsene Leben habe ich verbracht, genau. Ja. Ja. Sag, wo hast du deinen Mann kennengelernt? Hier in Deutschland, ja, wir haben so klassisch auf Arbeit kennengelernt, genau. Mhm. Ja, er kommt auch aus Polen ursprünglich. Er ist mit seiner ganzen Familie nach Deutschland und hat jetzt nicht den Bezug zu der Sprache, so wie ich. Er redet zwar mit seiner Mama auf Polnisch, aber ja, er ist nicht mehr so oder er ist gar nicht so in die Sprache verliebt, so wie ich. Also das ist noch meine Muttersprache, meine erste Sprache, meine Identität und bei ihm ist es gar nicht so. Deswegen, er spricht Polnisch, aber ungerne. Ungerne. Genau. Das heißt, ihr zwei habt miteinander sowieso immer Deutsch gesprochen. Genau, genau. Also ja, ab und zu so polnische Wörter zwischendurch und kurze Sätze. Aber ja, ich würde sagen zu 90% Deutsch, genau. Das ist auf jeden Fall unsere Beziehungssprache. Ja. Wie war das dann, als dein erstes Kind auf die Welt gekommen ist? Genau. Also als ich schwanger geworden bin, war mir auf jeden Fall klar, Luis wird Polnisch sprechen oder beide Sprachen sprechen. Also in Berlin ist es so eine Multikulti-Stadt, vor allem wenn man in der City wohnt. Ich liebe das. Aber man sieht, man hört jeden Tag die Kinder, die unterwegs sind mit ihren Eltern und mit Mama oder Papa, die Erstsprache sprechen. Das ist so natürlich in Berlin. Und ich dachte mir, ja, okay, also das ist
ganz natürlicher Prozess. Ich bin in Polen geboren, ich spreche Polnisch, wird Luis auch können. Und das war sehr naiv von mir. Und genau, ich habe mit Luis, als Luis geboren ist, ich habe mit ihm, ich würde sagen, so 50-50 Deutsch und Polnisch gesprochen. Und war ich also nicht komplett konsequent. Nie ist es auch einfacher gefallen, Deutsch mit ihm zu sprechen. Aber habe mich, habe natürlich versucht, mit ihm Polnisch zu sprechen. Habe dann auch und habe ihm auch viel Polnisch vorgesungen. Und als er noch Baby war. Aber in Situationen, wo wir unterwegs waren oder wo die Leute einfach dabei waren, die kein Polnisch verstanden haben, habe ich immer Deutsch gesprochen, weil ich fand das irgendwie unangenehm für sie, dass sie das nicht verstehen. Genau, ich hatte da so eine Blockade gehabt und habe da wirklich immer hundertprozentig Deutsch gesprochen. Und dadurch, dass wir immer sehr viel unterwegs sind und immer mit ganz vielen Freunden umgeben sind, waren das viele Momente, wo ich einfach viel Deutsch gesprochen habe, genau. Was war der Moment, an dem du gemerkt hast, das läuft überhaupt nicht so, wie du dir das vorgestellt hattest? Ich denke, das war auf jeden Fall der Moment, als Luis so circa 3 Jahre wurde, wo er schon viel gesprochen hat, also wirklich ganze Sätze. Und natürlich ist er schon in die Kita gegangen. Und die deutsche Sprache wurde dann wirklich, ich würde sagen, zu 95% seiner Sprache. Und da dachte ich mir, okay, also da hatte ich auf jeden Fall einen gewaltigen Denkfehler gehabt. Okay. Und da habe ich auf jeden Fall was falsch gemacht. Und seitdem, also er ist jetzt 5 und seitdem er 3 war, so circa, also vielleicht war das schon ein bisschen früher, hatte ich das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich hatte jeden Tag im Hinterkopf das schlechte Gewissen, dass ich das auf jeden Fall drehen muss, dass ich das ändern muss. Aber ich wusste nicht genau wie. Also ich kam irgendwie nicht, ich habe natürlich dann mehr mit ihm Polnisch gesprochen, aber das hat nicht funktioniert. Das war noch nie 100%, das war auch vielleicht 70% Polnisch, 30% Deutsch, aber hat trotzdem nichts dran geändert. Und und ich war natürlich auch sehr traurig darüber, dass sich die Situation so entwickelt hat, genau. Was hat das bedeutet für die Beziehung zwischen deinem Sohn und deinen Eltern oder deiner Familie in Polen? Genau, also meine Eltern, meine ganze Familie wohnt ja in Polen. Ich bin ja alleine ausgewandert und die sprechen kein Deutsch. Und für mich ist es das Wichtigste, dass meine Kinder mit den Großeltern und mit der Familie kommunizieren können. Und das war genau der wichtigste Punkt, warum ich mir die Sorgen gemacht habe. Und als wir in Polen zu Besuch waren, konnte immer Luis so ein bisschen umswitchen. Er hat viel verstanden. Er konnte immer ein bisschen umswitchen, aber nicht viel. Er hat es versucht, aber man hat es gemerkt, wie er überlegen muss, was zu sagen. Und da war überhaupt keine Leichtigkeit drin. Es hat irgendwie schon funktioniert. Also man konnte mit ihm schon ein bisschen Polnisch kommunizieren, aber das war für ihn schwierig. Also ich habe ihm das angesehen, das fällt ihm schwer. Und das fand ich natürlich schade. Und er hat auch mit 4 zu mir gesagt, Mama, ich möchte auch Polnisch reden, aber ich kann es nicht. Und das hat mir natürlich das Herz gebrochen. Ja, voll. Ganz nicht so, wie er auf Deutsch spricht. Das hat er mir wirklich so wortwörtlich gesagt und dachte ich mir, oh nein. Ja, genau diese Situation wollte ich vermeiden, ja. Was war dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern, das geht so nicht weiter? Genau, also jetzt vor 2 Jahren, circa 2 Jahren, kam die Laura zur Welt und ich habe aber mit ihr wirklich konsequent zu Hause Polnisch gesprochen, so dass auch Luis quasi das mitbekommen hat und ich dann auch mit Luis Polnisch, also konsequent Polnisch gesprochen habe. Das, was noch geblieben ist, ist natürlich deutsche Sprache, wenn wir unterwegs waren oder andere Leute dabei sind, also ein großer Teil unseres Alltags. Am Nachmittag vor allem und genau. Und als sie dann 1,5 Jahre wurde, nicht mal, wo sie angefangen hat, die ersten Worte zu sagen, das war so wieder, warum schon wieder anziehen, warum schon wieder auf und zu, warum ist es schon wieder Deutsch, obwohl ich mit die Polnisch spreche. Und das kam wieder so Gedanke, so jetzt irgendwie muss ich was ändern, aber ich wusste nicht was. Ja. Und dann so beim Instagram-Scrollen, glaubst du auch und sagst, es ist nie zu spät, den Kindern die Sprache weiterzugeben. Und ich dachte, hä? Wirklich? Also ich war wirklich so, okay.
Und da hatte ich so einen Schimmer Hoffnung in mir gehabt und bin dann auf dein Profil und habe so ein bisschen gestöbert durch deine Reels. Und das hat mich so irgendwie gecatcht, dass ich dann gleich das erste Gespräch mit dir vereinbart habe. Und genau. Und nach dem ersten Gespräch wusste ich, obwohl ich wusste, es wird mit Aufwand verbunden, mit Arbeit, auch an mir selbst. Das hast du mir auch klar gesagt im ersten Gespräch. Wusste ich sofort, okay, ich werde mit dir auf jeden Fall den Weg gehen, weil das ist so nach dem Motto meine letzte Chance, irgendwie ja, was dran zu rütteln, genau. Was hast denn du verändert seitdem? Das war im Jänner dieses Jahres. Wir haben jetzt Ende Mai, das heißt, das war vor 5 Monaten, dass wir begonnen haben. Was hast du seitdem alles verändert? Genau, also die wichtigste Veränderung war auf jeden Fall meine Veränderung erstmal zu der Sprache. Also ich habe mir auch viele polnische Podcasts angehört und viele Tipps von dir angenommen, wie ich wieder so ein bisschen meine Sprache, zu meiner Identität zurückkomme. Das war sehr wichtig. Und dann war ich wieder mit meiner Sprache fein. Also da dachte ich mir, okay, ich kann die wieder wirklich benutzen ohne Akzent, ohne deutschen Akzent. Und ja, es ist halt wieder fließend und so wie meine Muttersprache. Ich habe mich einfach wohl wieder gefühlt und wieder in meine Sprache verliebt. Und genau, und die erste Veränderung bei den Kindern war, okay, ab heute spreche ich mit den Kindern wirklich nur Polnisch. Und zwar auch, wenn ich sich von der Kita abhole, auch wenn wir auf dem Spielplatz sind und andere dabei sind. Und genau. Und am Anfang war das natürlich ein bisschen komisch. Ich dachte mir, oh, die gucken mich an oder werden mich irgendwie komisch angucken. Aber so gar nicht. Also die Reaktionen waren immer positiv und ganz normal, ganz natürlich. Und genau, und irgendwann wurde das quasi immer für mich natürlicher, auch dann für Luis, für Laura. Ich glaube, sie hat es noch nicht so mitbekommen, diese Veränderung. Aber für Luis war das auch ja ganz normal oder ist immer noch normal, dass Mama mit ihm Polnisch spricht, auch wenn die anderen dabei sind. Genau, das war die größte Veränderung. Und natürlich halt mein Fokus, also dass ich wirklich mich darauf fokussiere, die Sprache in unserem Alltag zu integrieren und so gewisse ja, Sprachinsel mit den Kindern zu schaffen, damit sie wirklich dann mit der Zeit, in der Zeit mit Mama dann auch die Sprache einsaugen können. Weil so im schnellen Alltag, natürlich können sie gut halt, ich ziehe mich an oder diesen ganz normale Alltagssprache, das konnten sie schon ein bisschen davor, der Luis jetzt speziell. Aber die Qualität, ja, da haben wir noch natürlich Potenzial nach oben, aber die Qualität hat sich jetzt schon verbessert. Genau, und dann war ich im März, war ich in Polen, 2 Wochen, genau, mit den Kids alleine, ohne Papa, bei meinen Eltern heißt, deutsche Sprache war verschwunden. Ich habe sogar meine Mama gesagt, auch mal mit dem Tablet, wenn sie dann was gucken wollen auf YouTube, dass dann nur polnische Inhalte hochkommen, sage ich mal, genau. Und das hat sie auch gemacht. Und also Luis und Laura hatten so gar keinen Kontakt mit Deutsch in 2 Wochen. Und das war so ein enormer Booster, Sprachboost für die Kinder. Also vor allem für Luis. Er war jeden Tag mit seinem Cousin unterwegs. Er ist 11, aber er hat ganz viel mit ihm gesprochen, ganz viel. Also wirklich so wie er mit seinen Kameraden in der Schule spricht. Und nach 3 Tagen hat Luis einfach angefangen, Polnisch zu sprechen. Und zwar wirklich komplexe Sätze. Und die Leichtigkeit war auf einmal da. Jetzt noch nicht die Leichtigkeit, die er natürlich jetzt mit in Deutsch hat. Aber die Leichtigkeit war da. Und da dachte ich mir einfach jeden Tag, wow, was ist da bitte schön passiert? Und genau. Und das sind so die, ja, das sind bis jetzt die Veränderungen, die bei uns stattgefunden haben. Du hast bei diesem Aufenthalt in Polen eine Erkenntnis gehabt, ja, die für mich so bezeichnend war. Bitte teil die hier. Erzähl uns, was dir da aufgefallen ist. Ja, das stimmt. Also meine Eltern machen auch viel mit den Kids und integrieren sie wirklich viel in den Alltag, beziehungsweise Luis möchte das sehr gerne. Und ein Tag hat Luis mit meinem Papa zusammen gekocht und mein Papa hat einfach einen Pilze mit Zwiebeln auf der Pfanne gebraten, in der Pfanne gebraten und hat dann Wasser dazu gegeben und Luis fragt, warum er das Wasser dazu gibt. Und mein Papa meinte einfach, damit die Pilze Wasser ziehen. Und da dachte ich mir, wäre ich jetzt in der Situation, was hätte ich jetzt gesagt? Und die Erkenntnis von mir war, dass meine Eltern oder mein Cousin, also sein Cousin, also mein Neffe,
mit Luis sprechen, so wie man einfach in Polnisch normal spricht, also mit den anderen, also wie in Muttersprache. Man überlegt nicht, was ich sage. Versteht er mich? Versteht er das Wort? Also auch vom Alter her oder von der Sprache oder vom Inhalt. Die reden einfach. Und ich habe einfach immer aufgepasst. Versteht er das, was ich sage? Ich muss es vielleicht hier vereinfachen. Manchmal bei Bücherlesen habe ich ein Wort ersetzt mit dem Wort, das er kennt. Da muss ich auch manchmal bis jetzt noch aufpassen, dass ich das nicht mache, weil ich das so im Kopf habe. Ich habe die Sprache einfach vereinfacht und das war natürlich auch ein Riesenfehler von mir gewesen. Genau, ja. Das war so eine mega Erkenntnis, die du da geteilt hast. Und das Spannende ist, da sind wir erst ja nach ein paar Monaten, wo wir schon zusammen gearbeitet haben, draufgekommen. Ja. Und da war dir schon bewusst, dass du auf die Qualität achten musst. Da war dir schon bewusst, dass der Wortschatz erweitert gehört. Da war dir schon bewusst, dass die Komplexität der Sprache, mit der sie in Kontakt kommen, einfach auch steigen muss, damit sie es auch entsprechend lernen können. Und trotzdem hattest du das gemacht. Ja. Das, ich sage das hier jetzt für alle, die zuhören und denen es vielleicht ähnlich geht. Ganz viele Eltern haben diese Sorge, wenn sie Bücher in der zweiten Sprache der Familie vorlesen, wo sie wissen, die Kinder sind haben noch nicht so einen großen Wortschatz, sind noch nicht so fließend. Denken sie, ja, aber das versteht er nicht und das versteht er dieses Wort nicht und versteht das nicht. Und kein Kind mit 3 oder 4 Jahren versteht, oder 5, versteht jedes Wort, das in einem Buch drinnen vorkommt, auch nicht in der dominanten Sprache. Kein Kind kommt auf die Welt und hat den kompletten Wortschatz einer Sprache im Kopf, natürlich nicht. Das ist auch allen bewusst. Der Unterschied wird dann ersichtlich, wenn es eine Sprache gibt, wo die Kinder schon mehr können. Aber damit sie in der anderen Sprache aufholen können, müssen sie einfach auch mit dem Wortschatz konfrontiert werden. Und Kinder sind das gewohnt, dass sie Geschichten hören, wo sie nicht alles verstehen. Weil das von Anfang an bei ihnen so ist, dass sie nicht alles verstehen. Und das ist mit ein Grund, warum wir Kindern das gleiche Buch manchmal 100-mal vorlesen müssen. Ungelogen. Manchmal 5-mal hintereinander, direkt hintereinander das gleiche Buch. Weil sie sich mit jedem Mal ein Stückchen mehr erschließen. Und ich glaube, der wichtige Satz aus meiner Sicht ist da einfach, wir dürfen den Kindern das zutrauen. Wir dürfen ihnen unsere Sprache und die Bücher und die Geschichten zutrauen, in vollem Umfang. Die sagen es uns eh, wenn sie was nicht verstehen und wenn sie was wissen wollen. Ja, ganz genau. Ja, das war wirklich eine wichtige Erkenntnis bei uns. Und wie gesagt, auch noch manchmal, noch 3 Monate später, muss ich da aufpassen, dass ich das nicht mehr mache, weil das bei mir so drin ist. Mhm. Und, ja, aber jetzt weiß ich einfach, worauf ich achten muss. Und genau, dann mache ich das natürlich ganz anders. Ja, und das bringt dann natürlich viel mehr. Sehr, sehr cool. Super. Was hat sich jetzt zu Hause bei den Kindern geändert in der letzten Zeit? Ja, also da Luis auch hört, dass ich mit Laura Polnisch spreche, spricht er auch mit Laura Polnisch. Also immer ab und zu so Worte oder kurze Sätze spricht er mit ihr. Das ist das Allersüßeste übrigens, gell, ja, wenn die Geschwister miteinander in der Sprache sprechen. Das ist auch bei meinem Mann so, auch wenn er die Sprache nicht so im Herzen hat, wenn er hört, wie Luis oder Laura was auf Polnisch sagen, sagt er immer, ach, ist das schön. Also es ist wirklich richtig, richtig süß. Und vor allem, wenn es einem so wichtig ist, man schmilzt einfach davon. Genau. Und also das ist das eine. Und das zweite ist, dass er auch mit mir Polnisch spricht. Natürlich jetzt nicht so viel wie Deutsch. Also da sind so einzelne Sätze zwischendurch und einzelne Worte. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass so immer wieder kommen so neue Worte dazu. Und dann frage ich mich nicht mehr, woher er das wieder hat. Und das hatten wir vielleicht irgendwie vor 2 Monaten bei Memory-Spiel gehabt, was wir zusammen gebastelt haben. Und auf einmal haben wir am Wochenende gespielt und auf einmal sagt er das Wort auf Polnisch, obwohl er das immer nur auf Deutsch gesagt hat. Mhm. Oder zum Beispiel heute Nacht. Er steht auf, setzt sich hin und sagt auf Polnisch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Er sagt das. Und ich weiß nicht, sagt er fast immer nur auf Deutsch, wenn er wach ist. Und dann sitzt er da schlafen und sagt auf Polnisch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Süß. Ja, da musste ich auch nicht schlecht staunen, genau. Also so eine kleine
Es sind so kleine Momente, aber ich sehe einfach die Entwicklung dadurch, dass da auf jeden Fall was im Kopf passiert. Genau, ja. Und ich muss sagen, auch als ich nach Ostpolen kam, dachte ich mir, ob der da viel gelernt hat und hatte dann auch diesen Wortschatz. Und da hast du mir die Aufgabe gegeben, weil ich so ängstlich war, hatte das noch im Kopf, hatte wirklich so viel mitgenommen und würde das noch verwenden können. Und dann hast du mir die Aufgabe gegeben, mir die ganzen Sätze aufzuschreiben oder zu dokumentieren, die er einfach so am Tag gesprochen hat, also kurz nachdem wir aus Polen zurückgekommen sind. Und ich weiß, ich habe die Kinder abgeholt und musste noch irgendwo fahren. Und dann dachte ich mir, okay, ab jetzt dokumentiere ich das. Und ich dachte, ich kann das gerade im Auto gar nicht machen, weil ich fahre Auto, ich kann die gar nicht dokumentieren. So viele Sätze, die kamen. Also wenn man sich wirklich auf Polnisch, ja, auf Polnisch, genau. Wenn man sich wirklich darauf konzentriert und dokumentieren möchte, da war ich wirklich erstmal so, oh krass, wie viel er spricht. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich muss auf jeden Fall den Kindern vertrauen und dem ganzen Prozess vertrauen. Das passiert auch manchmal versetzt, dass sie das Gelernte oder das Erworbene im Kopf irgendwann zur Sprache bringen. Genau. Ja, das war auch so ein cooler Moment für mich. Und nach dem ersten Tag dachte ich mir, ach, deswegen hast du mir die Aufgabe gegeben, damit es auch bei mir ankommt, genau. Ja, das war wunderschön. Und auf eine Geschichte bei dir würde ich auch gerne noch ganz kurz eingehen. Die Laura hat ja in den letzten Monaten erst so richtig begonnen oder ist jetzt dabei, so richtig zu beginnen. Und du hast ja nicht nur den normalen Momentum-Club gebucht, sondern du hast noch gleichzeitig die Einzelgespräche mit mir dazu genommen. Du hast gleich alles mitgenommen, was geht. Genau, ja. Das heißt, wir treffen uns noch zusätzlich einmal im Monat für eine Stunde und da haben wir Zeit, wirklich auf deine Situation genau einzugehen und da ganz in die Tiefe einzusteigen. Und da sind wir ja gemeinsam auf etwas draufgekommen, das ja dann auch den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Deine große Sorge war, alle Worte, die von der Laura kommen, kommen auf Deutsch, aber du redest doch nur Polnisch mit ihr. Genau, ja, und ich habe überlegt, warum ist das so? Also ich hatte so viele Fragezeichen, mache schon viel anders als bei Luis damals, warum wiederholt sich die Geschichte? Ja, und da sind wir drauf gekommen, dass ihr der Oberguru für Laura der Luis ist und Luis spricht natürlich mehr Deutsch. Oder überwiegend Deutsch mit Laura. Und da haben wir herausgefunden, warum das bei Laura auch so ist. Ja, ja, genau, weil der große Bruder ganz klar das Vorbild ist, der mit ihr ganz viel Deutsch spricht. Wie ist es denn mittlerweile bei der Laura? Jetzt kommen ja schon sehr viel mehr Wörter mittlerweile. Was kommt denn da jetzt auf? Also ich würde sagen, es ist 50-50. Trotz, dass sie in die Kita geht, sind die Sätze ist schon noch zu viel gesagt, aber die zwei Wortsätze oder halt die Worte, würde ich sagen 50-50. Sie hat sogar ein deutsches Wort mit polnischem ersetzt. Also zum Aufmachen hat sie immer auf oder aufmachen so gesagt und jetzt sagt sie immer otworzyć. Was so viel komplizierter ist. Aber das macht sie, das deutsche Wort ist jetzt gerade passé. Also das hat sie jetzt irgendwie vergessen und sagt nur auf Polnisch. Also ich würde sagen, sie spricht so 50-50. Also manche Worte sind auf Deutsch und manche auf Polnisch. Manche Worte wie Hallo kann sie in beiden Sprachen und in beiden Sprachen verwendet sie. Genau, sind ja nicht viele, aber genau. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf ihre Entwicklung, weil sie befindet sich natürlich in ihrer Sprachexplosion und man merkt, dass sie wirklich alles wiederholt. Alles. In beiden Sprachen. Und du bist auf jeden Fall schon entschädigt worden und deine Sorge ist da genannt worden, dass da gar kein Polnisch bei ihr ankommt, womöglich. Ja, genau. Ja, voll schön. Ja. Gibt es irgendetwas, das ich dich jetzt nicht gefragt habe? Gibt es irgendetwas, das du noch erzählen möchtest, das dir noch einfällt? Nee, ich glaube, wir haben es alles angesprochen. Die wichtigsten Punkte haben wir besprochen. Genau. Was würdest du jemandem sagen, der, ich weiß, es gibt einige, die zuhören, die schon länger überlegen, ob sie beim Momentum Club mitmachen sollen oder nicht. Was würdest du denjenigen sagen? Also, wenn es einem wichtig ist, einfach machen. Natürlich muss man man muss ja dafür offen sein, dass da auf jeden Fall Arbeit drin steckt, dass es ein Aufwand ist, dass man auch an sich arbeiten muss und einige Veränderungen im Alltag, in der Familie treffen muss. Aber also wie gesagt,
Ohne dich werde ich jetzt nie so weit, so wie wir jetzt sind mit den Kindern und auch bei mir. Ich bin jetzt auch davon überzeugt, wenn die 6 Monate um sind, dass ich auch mit dir weiterarbeiten werde. Ich weiß noch nicht, in welcher Form. Das besprechen wir noch mit Sicherheit. Aber alleine schaffe ich das nicht, weil ich merke auch bei mir, dass sich der Fokus ist hoch, dann ist es wieder runter, dann brauche ich Bettina, dann ist es wieder hoch und genau. Und für mich persönlich ist es sehr wichtig. Aber genau, wenn jemand so einsteigen möchte und wirklich es einem wichtig ist, dass die Kinder das können, dann einfach machen. Die Investition, sie wird sich amortisieren. Voll schön. Liebe Agnieszka, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Geschichte. Danke für dein Vertrauen. Es macht so viel Spaß, mit dir zu arbeiten und dich auf diesem Weg zu begleiten. Ich feiere dich sehr für die ganzen Erfolge, die du einfahren konntest und immer noch einfahren kannst. Ich weiß, dass da noch ganz, ganz viel mehr für dich kommen wird. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Voll schön, vielen Dank. Ciao. Danke, tschüss.